Ich weiß nicht, wie der das macht, also ich habe ihn jetzt auch. Oh! Das sitzt hinten, Alter. Jawohl, Alter. Jetzt noch eins, komm. Scheiße. Ich habe mich nicht getraut, Mann. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut. Also wer die Eier dafür hätte, um das noch zu drücken, der schreibt mir bitte in die Kommentare. Oder schreibt mir eine Nachricht, den rufe ich persönlich an. Also es ist gerade echt krank, ohne Witz. Ich habe jetzt 16.000 drauf. Ich habe wie gesagt 300 einbezahlt bei Erwebet. Ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit auszahlen, aber ganz ehrlich, wenn irgendwie die ganze Zeit Bilder kommen, was soll ich dann machen? Ich will jetzt auf die 20.000 kommen und dann zahle ich auf jeden Fall aus. Also dazu bräuchte ich jetzt noch ein gutes Bild. Aber man darf ja auch nicht dann übermütig werden. Am Ende ist natürlich dann alles weg. Also dieses Wheel, da sind jetzt echt heftige Beträge drauf. 4.000 Euro Bonus. Schade. So. Also ich spiele wie gesagt 16 Euro Fach. Das ist natürlich ein heftiger Einsatz. Also kann sich ja jetzt jeder runterrechnen. Ah, schade. Schade, schade, schade. Immerhin 500. Boah, ey, so ein Vollbeziehender jetzt, ohne Witz. Irgendwie so 10.000 oder so. Das wäre der Hammer. Also wie gesagt, ich wollte eigentlich nur ein Video machen von diesem Wheel, weil das ist ja hier einzigartig bei LVBET. Und dann ist eins zum anderen gekommen. Jetzt mittlerweile habe ich jetzt ja, 16.000 Gewinn. Also für alle, die nicht so hoch spielen und mal irgendwie gratis ausprobieren wollen, gibt es diesen exklusiven 7,77 € Gratis-Bonus. Den verlinke ich euch in der Videobeschreibung, den gibt es nur hier von 57er.net. Ansonsten kriegt man 5 Euro Bonus und bei uns gibt es für alle Spiele. Also ihr könnt hier auch Book of Ra und sowas spielen. Mit diesem 7,77 € Bonus. Und ansonsten gibt es einen Bonus, Willkommensbonus bis 1000 Euro mit 1000 Freispielen. Also, wer da Interesse hat, kann es natürlich auch machen. Ich habe, wie gesagt, ich spiele immer, fast immer ohne Bonus. Also, ich lasse mich von diesen ganzen Aktionen nicht verführen. Weil, wenn du dann nämlich was gewinnst, dann ist es häufig so, dass du dann irgendwie erst diese beschissenen Umsatzbedingungen und sowas erreichen musst und darauf habe ich ultra keinen Bock. Also spiele ich einfach mit meinem Geld fertig. Ja, es ist das Sprichwort, lieber ein Spatz in der Tasche als eine Taube auf dem Dach oder so. Wobei, wenn ich mich danach richten würde, müsste ich jetzt schon längst ausbezahlt haben. Also es läuft, es läuft, es läuft echt ohne Witz. Wenn wir gerade bei Sprichwörtern sind, Hochmut kommt vor dem Fall. Also ich muss auch jetzt mich zügeln. Jetzt schon überlegt, auf irgendwie 20 oder 32 hochzuschalten, aber jetzt 16 Euro ist echt genug. Ich habe angefangen mit 1,20 pro, nee, mit 80 Cent habe ich angefangen. 50 Euro einbezahlt. Dann gar nichts, überhaupt nichts. Dann habe ich nochmal 50 einbezahlt, auch nochmal auf 80 Cent kam auch nichts.
alles bei Roaring Forties, also. Und dann habe ich 100 einbezahlt auf 1,20, kam auch nichts. Dann habe ich nochmal 100 einbezahlt auf 1,20 und dann bin ich so auf 400 gekommen und dann habe ich hochgestellt auf 2 Euro, dann auf 4 Euro, dann auf 6 Euro, dann auf 8, dann auf 12 und jetzt mittlerweile bei 16. So. Aber es ist wirklich Glückssache, also ganz ehrlich, natürlich auch schon Geld verloren, nicht zu selten. Aber dass ich jetzt wirklich bei einem Casino mit so wenig Einzahlung so einen Gewinn mache, Respekt. Wenn es immer so wäre, wäre es geil. Jetzt kommt dann bald wieder hier dieses Wheel. Also was können wir was kann ich maximal bekommen? Maximaler 4.000 Euro Bonus. Oder ansonsten 2.000 Euro Bonus. Also es ist echt krass, dieses Wheel passt sich natürlich auch dem Einsatz an. Und je höher man spielt, desto mehr kann man da auch gewinnen. Scheiße ist halt, wenn man dann auf so einem Bonuspunkte Feld landet. Weil diese LV Points, die sind natürlich die Niete sozusagen. Also die kann man natürlich auch umwandeln, aber das ist jetzt nicht so berauschend. Aber diese Bonus-Dinger, wie gesagt, wenn man gern mit Bonus spielt und damit auch kein Problem hat, ist auf jeden Fall korrekt. Es ist halt die Frage, wann casht man aus? So jetzt noch bis 5.000, oh, 15.000 runter oder? Oh, muss man echt aufpassen, dass man dann nicht die Kontrolle verliert. Ah, bitter, ganz bitter. Also wenn ihr das Spiel kennt, ja bestimmt aus der Spielhalle. Wer es nicht kennt, es gibt keine Freispiele, es gibt nichts, aber es kommt immer mal wieder zu irgendwelchen Siebener Gewinnen. Die sind dann nicht unbedingt ein komplettes Vollbild, aber dass man jetzt hier so 5.000 oder so gewinnt auf 16 Euro, das passiert schon. Mein höchster Gewinn bei dem Spiel war im Casino Fantasia, das ist ja mittlerweile geschlossen. Ich auf 20 Dollar 12.000 auf einmal gewonnen. Aber das habe ich danach nicht mehr geschafft. Und einmal hatte ich bei Super Gaminator hatte ich einmal auf 4 Euro fast ein Vollbit, hat nur hier die 7 gefehlt. Ah. Ich überlege auch die ganze Zeit, also ihr werdet jetzt bestimmt denken, ja, warum spielt er keine Bücher irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, da kommt noch was. Bin optimistisch. Aber gut, ich bin immer optimistisch, also. Ich will euch jetzt auf jeden Fall noch hier dieses Bonus-Wheel nochmal zeigen. Oh, du Bastard, Alter. Aber ist auch nicht schlecht. 1, 2. Also irgendwie dieses Casino hat irgendwie echt einen Schaden. Ohne Witz. Solche Gewinne. Also ich will mich da nicht beschweren. Aber 300 einbezahlt, 17.000. Machen wir, gehen wir jetzt mal davon aus, ihr zahlt 30 ein, dann 1.600. Heftig. Aber wie geil wäre jetzt ein Vollbild 7er. Oder auch Ding, diese Glocken. Jetzt startet hier das Wheel. Schauen wir mal. Komm, mach 4.000 Bonus, du Bastard. Ah! Stier. Stier.
Aber es ist auf jeden Fall eine coole Idee, ist so ähnlich wie Kazumo, wo man auch immer. Ah, Bastard. Man auch immer links dieses Kazumo-Konto-Dingsbums da hat. Und ist auf jeden Fall. Macht es ein bisschen spannender. Und ich meine, wenn man es wirklich dann theoretisch ausrechnet, hat man dadurch wirklich dann eine höhere Auszahlungsquote, weil man ja immer mal wieder irgendwelche Boni bekommt und die Spieler haben ja überall die gleiche Auszahlungsquote. Und dadurch, dass es hier auch wirklich Cash-Gewinne gibt, das heißt, also Geld ohne dass man Umsatzbedingungen dafür noch festgelegt hat, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Für alle, die jetzt sagen, hier irgendwie, ich spiele nicht mit echtem Geld, ich zeige euch das gleich noch, dass das auch echtes Geld ist. Übrigens, wer sich fragt, warum ich immer mit diesem schwulen Handy aufnehme, es ist so, ich habe ein MacBook Pro und das ist so ein Retina-Ding von 2012 und die Auflösung ist übertrieben hoch, aber wenn ich mit Camtasia oder sowas aufnehme, es ruckelt mega, es ruckelt so schon die ganze Zeit, wenn ich solche Spiele spiele, weil die ja auch dann hochskaliert werden auf diese Auflösung. Deshalb muss ich jetzt mit dem Handy aufnehmen. Ich habe natürlich auch einen Computer, der dazu fähig wäre, aber der ist nicht hier, wo ich gerade bin. Und deshalb. Aber ich habe fest vor mir, irgendwann mal einen neuen Laptop zu holen. Vielleicht jetzt mit dem Gewinn. Mal schauen. Also wenn er mir jetzt gleich irgendein Bild hier 5000 plus oder so gibt, dann hole ich mir einen neuen Laptop. Aber es steht auch in den Sternen, ob ich das dann wirklich mache. Ist nicht, dass ich das jetzt wieder verspielen würde, aber irgendwie hat man dann doch keinen Bock, 3.000-4.000 Euro für einen Laptop auszugeben. Und bevor man sich dann irgendeine zweite Schrottkiste holt. So, jetzt krass, Alter. Jetzt gibt es hier 5000 Euro Bonus. Das erinnert mich irgendwie so an Glücksspirale, aber. Also, die Felder, die werden immer so. Mit jedem Spin rückt man einem Feld näher und dann hat jedes Feld irgendwie noch so. Oh, 5 oder 10 Stufen. Also, ich habe vorhin auf 1,20 € gespielt und dann war es irgendwie nach 50 Euro hat sich dann dieses Reel gestartet. Komm, jetzt 7er. My friend. Ist auch scheiße, weil ich wohne in meinem neuen Ort. Ah, du Wichser. Ich wohne in einer neuen Wohnung und ich habe jetzt beschlossen, hier nicht mehr zu rauchen. Und wenn man halt so spielt, dann muss man natürlich auch ein bisschen rauchen, um sich ein bisschen abzuregen. Also ich baue jetzt wirklich, also voll mit Melonen. Oder 5 Sterne. Oder irgendwie so ein Fass voll mit Glocken. Oder ein bisschen mehr wie 4 Siebener voll. Also die ersten 4 Walzen. Und vielleicht noch hinten eine. Oder so, das wird auch reichen. Dann wäre ich auf 20.000. Dann will ich es auf jeden Fall sofort auszahlen.
So bin ich jetzt gerade so hin und her gerissen. Oh, jetzt nicht. Du Schwuchtel. Okay. Ich hasse diese Verbindungsverluste. Hat man immer das Gefühl, so, man fängt von vorne an. Schade. Oh, jetzt geht's aber los hier. Also, ich rück den 20.000 näher. Jetzt brauche ich noch 2,7. Wenn ich so, oder ich sag mal so, vielleicht spiele ich gleich noch irgendwas mit Freispiel. Das muss eigentlich jetzt auch noch sein, so. Für die Galerie. Dann kann ich euch auch gleich zeigen, dass es echtes Geld ist und nicht irgendwelches schwules Spielgeld oder irgendwelche schwulen Stars oder irgend so ein Dreck. Dafür wäre mir die Zeit jetzt auch echt zu schade. Übrigens, warum ich keine Videos aus Spielhallen hochlade, das liegt hauptsächlich daran, dass Punkt 1 du da drin nicht filmen darfst und dann kann man natürlich so eine schwule Brille, die ich mir auch geholt habe, wo man dann so heimlich filmen kann und so, aber die hat eine Akkulaufzeit von 40 Minuten, man weiß nicht, ob es gerade filmt und wenn man filmt, dann sieht man irgendwie die Hälfte vom Video nicht, dann sieht man entweder unten den Geldbetrag nicht, was natürlich Stier ist. Und deshalb mache ich das nicht. Wenn es da eine gute Lösung gibt, oder wenn ich vielleicht mal eine Spielhalle finde, wo die Aufseherinnen oder Aufseher sich nicht aufregen, wenn man dort mit dem Handy filmt, dann werde ich das auch wieder machen. Im Casino ist es natürlich noch schlimmer. Wenn du im Casino das Handy rausholst, um zu filmen, also ich weiß, hier Online-Casinos Tube macht es ja und weiß nicht, wie der das macht, also ich habe ihn jetzt auch, oh, das sitzt hinten, Alter. Jawohl, Alter. Jetzt noch eins, komm. Ah. Scheiße. Ey, ich habe mich nicht getraut, Mann. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut. Also wer die Eier dafür hätte, um das noch zu drücken, der schreibt mir bitte in die Kommentare. Oder schreibt mir eine Nachricht, den rufe ich persönlich an. Ja, wenn es jetzt daran scheitert und ich nicht auf meine 20.000 komme, dann bin ich Akku. Also noch 900. Komm, Baby. Also Leute, ich mach natürlich Werbung auch für Elvibet, ja? Also wenn ihr euch da anmeldet, über diesen 7,77 € Gratis-Bonus oder über diesen Willkommensbonus, dann kriege ich eine Provision. Ja? Das heißt aber nicht, dass jetzt irgendwie hier ich irgendwie, keine Ahnung, kostenloses Geld bekomme oder so ein Scheiß. Das machen die Casinos auch überhaupt nicht. Also es würden sie vielleicht machen, aber das Problem ist, dass GreenTube, also der Entwickler der Spiele, verdient praktisch an jedem Walzendreh eine Gebühr. Also die GreenTube ist eine Tochterfirma von Novomatic und sie verdienen dadurch, dass sie praktisch jetzt zum Beispiel Casinos, jetzt ruckt das wieder. Ich hasse das, ich schwöre, ich hasse das. Also GreenTube verdient dadurch, dass sie die Spiele hier Casinos wie Elvibet,
Stargames und so weiter zur Verfügung stellen. Und wenn die jetzt mir zum Beispiel 20.000 Euro, es gibt entweder Echtgeld oder Kosmis. Bei echtem Geld steht halt hier das Euro-Symbol und der ganze Scheiß. Wenn die mir jetzt zum Beispiel kostenloses Geld geben würden, um damit zu spielen, dann müssten die GreenTube bezahlen und ich habe jetzt bestimmt schon, keine Ahnung, 300.000 Umsatz gemacht oder so, das geht ja echt schnell. Da würde Elvibet dann an GreenTube auf jeden Fall eine Menge Holz zahlen. Zahlen sie auch so, ja, aber so gibt es ja die Chance, dass ich verliere, also lohnt sich's dann wieder. Wobei jetzt es sich natürlich nicht lohnt. Ey, ich hasse es wirklich. Ich habe Hammer Internet. 250 Mbit und jetzt kackt hier dieser Scheiß ab. Und jetzt habe ich das Gefühl, wenn ich mich jetzt, es ist natürlich so ein Aberglaube, aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt wieder verbunden bin, dann starte ich bei Null und das Spiel weiß nicht, dass ich hier schon richtig Gas gegeben habe. Also 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fick dich. So, jetzt gehen wir mal raus. So Leute, ihr seht hier oben, Guthaben. Gesamtsaldo, tatsächlicher Betrag, Bonus, nix. Ausstehende Auszahlung, nix. Hier genutzte Boni, nix. So, schauen wir mal hier, Zahlungsverlauf. Also Leute, ich muss mich entschuldigen, ich habe doch mehr einbezahlt und zwar 450, 100, 100, 100, 50, 50, 50. So, ihr seht, ich habe auch relativ schnell gespielt, 13.09 Uhr, 13.40 Uhr. Also ich lasse es schon krachen, aber jetzt habe ich auch, wie gesagt, die Kohle. Schauen wir mal LV Points hier oben, was das jetzt genau ist, so. Dein Interesse ist groß. Pro 1 Euro Einsatz erhalte ich ein. Ja, scheiß drauf, ganz ehrlich. Sollen sie mit ihren Points machen, was sie wollen? So, Bücher. Leute, mehr von dem Video gibt's im zweiten Teil. Ihr könnt jetzt 7,77 Euro gratis bei LVBet nutzen. Dazu findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Ihr könnt bis zu 100 Euro ausbezahlen und Novoline, Merkur und Bally Wolf damit spielen. Und danach natürlich auch den Willkommensbonus nutzen. Also Leute, bis dahin.